Hallöchen! Ja, mal wieder eine Weile her. Seit dem letzten Video, das letzte war, glaube ich, Lutschest. Video hat mehrere Gründe. Zum einen war jetzt das Wetter immer, entweder es war extrem heiß oder es hat geregnet. Von daher und zeitlich war es bei mir auch ein bisschen schwierig. Das hatte ich euch ja schon mal gesagt, dass es bei mir zeitlich jetzt im Sommer nicht so prickelnd war. Tja, deswegen dachte ich, melde ich mich erstmal, weil so ein paar, naja, es waren eigentlich extrem viele Fragen aufgetaucht sind. Was denn nun ist, zum Beispiel mit dem Emacs, was mit dem ist. Mit dem ist nichts. Das Einzige, was ist, dass ich mir einen Reifen aufgerissen hatte oder habe. Da muss ich mir noch zwei neue besorgen. Ich vermute mal, der ist aufgeschlitzt worden von der Wurzel. Das ist hier. Er fährt noch damit, aber es ist ja halt. Dann, sonst war eigentlich nichts. Hätte ich selber nicht gedacht, aber die Plastikwellen vom Emacs, die sind ja relativ dick, machen 4S ohne Probleme mit. Kein Spiel, kein Ausschlagen, nichts, alles wunderbar. Einzigste, was ich mir noch holen werde, ist nochmal eine originale Lenkung aus Kunststoff. Weil die Alu-Lenkung ist irgendwie total der Müll. Ich weiß nicht, die verklemmt ständig, das ist absoluter Bullshit, da kommt was Neues. Dann habe ich ja zum Glück von German OC Playground, von Michi und von Benny, nochmal danke an euch beiden für dieses Y-Kabel, dass ich zwei andere Servos fahren kann in dem Emacs. Da werden von Hobby King die Servos reinkommen. Habe ich jetzt hier irgendwo einen Karton davon? Ne, gerade nicht, ist ja auch egal. Seht ihr ja dann, da kommen zwei Servos davon rein. Ich brauche das Y-Kabel, weil ich ja mit einem GT2-Empfänger fahre, weil ich den ja mit meiner CR3P fahre, den Emacs. Ist halt nur ein Steckplatz, deswegen mache ich das Ganze dann mit Y-Kabel. Tut der Sache ja keinen Abbruch. Dann wurde ich noch gefragt wegen dem Blade. Der Blade, ja, es ist immer schwierig hier. Ich muss immer extrem weit wegfahren, um damit zu fliegen. Ich benutze ihn zwar öfters off-cam jetzt, aber ja, muss ich mal schauen, wann ich da mal wieder was raushaue. Jetzt wird's, ich denke mal, jetzt Ende September wird es zeitlich wieder ein bisschen besser aussehen bei mir. Die restlichen Videos kommen wie gewohnt, Loot-Chest-Video und sowas kommt alles wie gewohnt. Was wurde ich noch häufig gefragt? Achso, wegen ob mein Kyosho noch fährt, wie immer. Kein Defekt, nix. Dann wurde ich noch oft gefragt, was ich mir jetzt in der nächsten Zeit noch holen werde. Und da muss ich sagen, habe ich echt keinen Dunst. Mich reizt zurzeit kein einziges Auto. Wirklich nichts. Ich habe. Das Einzige, was mich ein bisschen reizt, sind 1,5er. Ein Benziner hätte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf, aber es ist ja wieder eine finanzielle Sache. Ich meine, wenn man da was Ordentliches haben will, so ein Bayer oder so ein Losi 5T, da ist man ja eine ganze Stange Geld los, ne? Muss ich mal sehen, wie das passt. Ansonsten, Kontakt, ich wurde auch gefragt, ob ich noch Kontakt mit Benny und Mick und sowas. Natürlich, klar, der Kontakt bleibt. Genauso wie mit Laser. Also Laser und ich und Ölfuß zocken viel zusammen. GTA 5, PS4. Wer Bock hat, kann ich euch dann mal, schreibt er mich einfach an, da kann ich euch mal in unsere Crew einladen. Ja, das ist halt so, wenn ich so abends, dann habe ich echt keinen Bock mehr noch RC-Video zu machen. Da ist es eher, dass ich dann noch mit den Jungs ein bisschen zocke abends, ein bisschen quatsche. Weil es liegt ja auch halt nichts viel an. Ich könnte Bash-Videos machen, ja, aber da fehlen mir echt, ehrlich gesagt, zurzeit ein bisschen so die Ideen. Ja, mal schauen. So, dann wollte ich noch was sagen zu dem Porn-Video. Einige haben es ja echt nicht gerafft. Da dachte ich, oh mein Gott,
Also das soll eine Hommage sein an JP Performance. Der Videomacher von JP Performance macht ja immer solche Car-Porns von echten Autos. Das hat nichts mit Pornografie zu tun oder so ein Bullshit, was ich für Kommentare gelöscht habe unter dem Video, ist ja unfassbar. Also einige Leute sind echt so irrstirnig und dumm, das ist echt unfucking fassbar. Also das ist echt eine richtig harte Nummer gewesen. Ich weiß nicht, was manche da erwartet haben, dass da zwei RC-Autos miteinander treiben oder was, keine Ahnung. Ich habe echt keinen Dunst, was in manchen Hirnen vorgeht. Dann wollte ich nochmal was sagen zu den ganzen Shitstorm ständig bei Facebook. Ihr braucht mich dazu nicht anschreiben, weil das geht mir alles am Arsch vorbei. Das wollte ich hier nochmal klarstellen. Ich denke mir meinen Teil, ich sage meine Meinung auch, wenn es dazu was zu sagen gibt, wie es zum Beispiel speziell immer, an Anführungsstrichen immer, in der Speed-Challenge-Gruppe. Da sage ich dann meinen Teil, wenn es mir irgendwann reicht. Ich lese echt eigentlich fast alles, aber irgendwann ist dann bei mir auch der Punkt, wo ich dann sage: Ey Jungs, ey, fahrt euch mal ein bisschen runter. Immer diese Kinderkackerei da mit: ich bin schneller, der war schneller. Oh, das ist echt. Teilweise denke ich da echt, ich bin im Kindergarten und wenn das so weiterläuft, habe ich echt Bedenken, ob ich das nächste Jahr oder wir das nächste Jahr nochmal machen werden, weil, weiß ich nicht, das ist, ich habe keine Ahnung, also denkt immer ein bisschen so, gönnt auch mal dem anderen was. Also ich finde es krass, was schon für Geschwindigkeiten erreicht wurden und was wahrscheinlich noch erreicht werden. Und ich habe eigentlich echt Bock auf die Nummer auf nächstes Jahr. Ich weiß zwar nicht, ob ich nächstes Jahr vielleicht auch dran teilnehme, das werden wir dann sehen. Muss ich sehen, wie ich da Bock drauf habe. Ansonsten, was war jetzt noch in letzter Zeit los? Ja, mit den T-Shirts. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Ich habe einen T-Shirt-Shop eröffnet bei Spreadshirt, wo ich einfach die Designs, die ich gemacht habe, habe ich da hochgeladen. Das waren so zwei, drei oder so, keine Ahnung. Und einige Leute fanden das halt cool und haben mich gefragt: Hey, kannst du den Spruch machen? Oder Mickey zum Beispiel, kannst du mir ein Polohemd machen? Bla bla bla. Mickey hat das geteilt und schon ging der Shitstorm wieder los, was das irgendwas mit Geldgeilheit zu tun hat. Nochmal für die ganzen unterbelichteten Leute: Sorry, aber ich muss es einfach so sagen. Die T-Shirts kosten Geld. Wir, ich oder Mick oder. Wer hat noch alles ein T-Shirt? Öfus, Laser, keine Ahnung. Verdient daran nichts. Null. Das Einzige, ich habe die Arbeit, ich designe die Scheiße, lade die da hoch, fertig. Wie Mick schon sagte, Mick hat da einen passenden Kommentar drin gemacht. Selbst wenn Mick jetzt für sein T-Shirt 1 € verdienen würde oder sei es 2 €, was auch immer, ist ja nur legitim. Ich meine, die Videos, wir kriegen ja dafür nichts. Wir machen die Videos ja, weil es uns Spaß macht und weil wir im Ursprungsgedanken Leuten helfen wollten. Wie es zum Beispiel Multikulti Laser heißt ja nicht umsonst Multikulti, sondern er versucht alles, was er privat jetzt hobbymäßig macht, wie zum Beispiel sein Roller, sein Quadrocopter, sein was weiß ich alles, macht er Videos so, dass es jeder versteht. Genauso macht es Mick, genauso macht es Benny. Ich jetzt eher weniger, ich bin nicht so der Tutorial-Typ, wenn es um sowas geht, aber. Wir machen das ja aus Spaß und auch viele Videos nur für euch. Aber nochmal, wie gesagt, die T-Shirts ist nur eine Fun-Sache, weil jetzt zum Beispiel wie ich habe ja jetzt auch schon ein paar T-Shirts für mich gemacht oder für meine Frau oder was auch immer oder schon für andere Leute. Und da kann man die halt immer bestellen. Ihr müsst es nicht machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Da sind ja auch T-Shirts mit ein paar Sprüchen drauf, die ich mir mal ausgedacht habe oder die ich cool fand und so ein Kram. Ihr müsst es nicht machen. Und wenn ich dann Leute lese wie: Oh, 25 € für ein T-Shirt, oh mein Gott, mit was für Klamotten lauft denn hier rum? Also ich bitte euch echt. Also wenn 25 € für ein T-Shirt viel ist, das finde ich hart. Also. Tut mir leid, aber ist echt so. Ich meine, das sind ja T-Shirts, die speziell sind, die jeder nur einmal, also die gibt es halt nur in dem Shop, die gibt es nirgendwo anders. Die Copyright-Rechte dafür habe ich alle. Die kann kein anderer verwenden, also verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Aber wie gesagt, das merke ich jetzt immer öfters bei Facebook, ist echt zurzeit irgendwie so der totale Neid und Missgunst
irgendwie gerade voll am Laufen, irgendwie jeder kackt jeden an und überall so eine negative Stimmung und ach, das ist echt. Deswegen habe ich zurzeit echt absolut keinen Bock auf Videos. Ich meine, Hut ab für meine Abonnenten. Ich habe echt extrem wenig Daumen runter oder negative Kommentare oder sonst irgendwas. Außer jetzt bei den Luchess-Videos, was ich eh nicht verstehe, weil ich habe es ja von Anfang an gesagt, dass ich das für die Leute mache, die sich dafür interessieren. Wenn ihr euch nicht dafür interessiert, müsst ihr es ja nicht schauen. Aber es ist mir auch eigentlich auch scheißegal. Wie gesagt, ich mache das aus Spaß. Aber ich wollte nur noch mal hier so ein paar Props hier für die Leute, die mich verfolgen und die echt überwiegend zu 99% eigentlich positive Sachen schreiben. Danke dafür. Abonnentenmäßig weiß ich jetzt gar nicht, wo ich stehe. Ich glaube, irgendwas bei 1500 oder so. Oder 400 oder keine Ahnung, irgendwas so in dem Dreh. Top, gefällt mir. Macht auf jeden Fall noch Spaß, wie gesagt. Das mit der Facebook-Sache weiß ich auch nicht, was das zurzeit, was da los ist. Anscheinend sind sie alle ein bisschen frustriert, weil sie nicht fahren können durch das Wetter oder so. Ich habe keine Ahnung. Was gab es noch? Jetzt habe ich. Bin ich jetzt so in die Facebook-Sache irgendwie eingetaucht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, um was es eigentlich gehen sollte. Auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, jetzt Ende September oder Mitte, keine Ahnung, auf jeden Fall diesen Monat noch die Teile bestellen. Da werde ich natürlich ein Unboxing machen und dann bekommen auch wieder ein paar mehr Videos. Ich wollte nur noch sagen, dass ich halt noch da bin und wollte so ein bisschen mal ein paar Sachen aufklären. Tja, wenn jetzt irgendwas davon interessiert hat, ich packe mal alle Links unten in die Beschreibung, wie immer. Meine Informationsbeschreibungs-Dingenskirchenbox ist ja voll mit Links. Könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, in die Kommentare damit. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch? Ich weiß es gar nicht. Verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung. Achso, ich wurde auch noch gefragt wegen Frage-Antwort-Video. Ja, müsst ihr Fragen stellen. Da war jetzt nichts dabei, wo ich hätte ein Video machen können jetzt seit einer Weile. Ich habe, glaube ich, zwei Teile davon gemacht oder so. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie hier einfach drunter und vielleicht mache ich dann nochmal ein Video darüber. Also so ein Frage-Antwort-Video. Wäre ja nicht schlecht, so als Lückenfüller, weil ja gerade nicht so viel läuft. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.